Bereits im Februar 2016 gab Werner Gruber bekannt, dass er sich allmählich aus der Riege der Science-Busters zurückziehen möchte. Nach dem Tod von Heinz Oberhummer und den eigenen gesundheitlichen Problemen waren die Science-Busters ohnehin schon mit verschiedenen Gastwissenschaftlern besetzt. Derzeit laufen jeden Dienstag auf ORF1 um 23 Uhr wieder neue Folgen, in denen Werner Gruber allerdings noch zu sehen ist und eifrig mitmischt. Der kocht immer schon sehr, sehr gerne. Früher hat er natürlich viel lieber gegessen als heute, beziehungsweise er isst ja noch immer sehr gerne, aber kann dann immer dieselben Mengen aus der Welt schaffen. Aber kochen hat er immer schon gern mögen und sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Das war ja quasi sein großer populärwissenschaftlicher Durchbruch. Das mache ich, seitdem ich prinzipiell kochen kann, und das mache ich seit meinem 10. Lebensjahr. Und ist es auch essbar? Ja, weil sonst würde ich es nicht kochen. Wir fangen jetzt an, mit einem Chemiker zu arbeiten von der Technischen Universität Wien im Laufe des Jahres. Also da werden noch Dinge daherkommen. Rein olfaktorisch sind da ja Sachen möglich, wo man dem Publikum mit Buttersäure viel Freude machen kann zum Beispiel. Die Welt zu verstehen, die Physik zu verstehen, die Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft ein bisschen näher gebracht zu kriegen, das ist natürlich für uns alle ganz wahnsinnig wichtig. Weil wenn wir die Welt besser verstehen, dann können wir auch besser damit umgehen. Jetzt, wenn Sie so hören, so, es wird zum Mars geflogen, wäre das nochmal was für Sie? Ja, also ich hoffe, dass das relativ bald der Fall ist, dass ich noch fit bin und gesund. Weil in 30, 40 Jahren wird es dann schon kritisch bei mir.